Herr Professor Schmücker, welche Ziele hat die Zusammenarbeit der GMDS mit der CONHIT? Vor 8 Jahren haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir diese Vielfalt von Veranstaltungen zusammenführen können. Wir haben dann vereinbart, dass wir die KIS-Tagung, die 13 Mal durchgeführt worden ist, nicht mehr durchführen und dafür sich die GMDS und der Berufsverband Medizinische Informatik an der CONHIT beteiligt und dort die Verantwortung übernimmt für den Kongress, für die Akademie und sich am Networking beteiligt. Welche Erfolge hat diese Kooperation über die letzten Jahre gebracht? Ja, wir haben einen riesigen Branchenhit beistande bekommen und durch diese Kombination von Kongress, Akademie, Networking und Messe. Also das ist momentan in Deutschland, heute wurde ja auch gesagt europaweit, die größte Healthcare-IT-Veranstaltung. Da haben wir eben halt mitgewirkt. Und für die GMDS und auch der Berufsverband Medizinische Informatiker, der ja auch mit Kooperationspartner ist, ist natürlich vom Vorteil, dass wir die Ressourcen eben halt der Messe und des BVTGs eben halt nutzen können. Welche Aktivitäten stellt die GMDS auf der CONHIT 2015? Ja, wir haben entscheidend das Programm mitgestaltet. Also ich in meiner Person als Kongresspräsident, aber wir haben weitere 8 bis 10 Personen, die sich im Rahmen der Gestaltung der Session eingebracht haben. Personen, die sich in die Akademie eingebracht haben und wir haben auch Personen, die sich ins Networking eingebracht haben. Und das andere ist, dass wir entscheidend den CONHIT Karrieretag gestaltet haben mit Programm. Und auch die entsprechenden Preise eben halt ausgeschrieben haben. Wir eben halt diese Bewerbungen gesichtet haben und im Grunde genommen bewertet haben und die entsprechenden Gewinner ausgewählt haben. Wie lauten die künftigen Pläne? Ja, die künftigen Pläne ist, die CONHIT weiterhin noch größer zu machen, noch qualitativ besser zu machen, und das gilt sowohl für den Kongress, das gilt für die Akademie, das gilt für das Networking, wobei ich sagen muss, das Networking ist eigentlich am Anschlag. Nicht? Wenn keine neuen Räumlichkeiten kommen, dann werden wir da nicht viel wesentlich mehr machen können. Nicht? Das ist natürlich klar, und ein weiteres Ziel ist eben halt natürlich immer jedes Mal, jedes Jahr die innovativen Themen eben halt dann anzusprechen und in Session eben halt zu bearbeiten, zu behandeln, zu diskutieren. Das gilt auch für die Internationalität? Ja, auch das werden wir halt mit unterstützen. Wobei wir natürlich jetzt sagen, der Kongress ist noch deutschsprachig, nicht? Also relativ wenige Vorträge, die englischsprachig sind. Gut, wie es da jetzt weitergeht, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist doch primär erstmal eine deutschsprachige Veranstaltung. Aber wir haben ja dabei die Möglichkeit immer der Übersetzung. Also das heißt, alle Vorträge werden übersetzt, nicht so, dass eben halt jeder, der Englisch oder Deutsch kann, eben halt den entsprechenden Vorträgen folgen kann. Also das ist ja, sagen wir mal, ein Punkt, der eben halt seit 2008 schon sichergestellt wird. Aber jetzt kommen eben halt neue Dinge hinzu, wie zum Beispiel das Mobile Health, mHealth. Nicht, mit einem eigenen Bereich. Das müssen wir dann mal am Donnerstag, am Freitag mal schauen, wie das eben halt angekommen ist. Nicht? Also das heißt, man sucht ständig eben halt nach neuen Möglichkeiten. Nicht? Auch jetzt die Geschäftsführer-Session, die halt sind, das ist auch, was eigentlich schon lange diskutiert wird und was dieses Jahr mal versucht hat, das erste Mal umzusetzen. Wird man mit Sicherheit nächstes Jahr wieder machen, aber dann werden wir mal überlegen, wie man das Programm auch noch attraktiver machen kann. Also es gibt eine Vielzahl von Einzelpunkten, die bearbeitet werden, aber man kann sagen, die Messe sollte man nicht grundsätzlich verändern.